Ihr wurdet dazu geboren, Monster wie die lebenden Toten zu bekämpfen. Aber ich bin doch nur ein Bauer. Was machen wir hier in meinem Zimmer? Ein Wunder ist geschehen. Ein Held, wie aus einer der Geschichten von Onkel Deckard, ist aufgetaucht und hat uns gerettet. Ich weiß in meinem Herzen, dass mein Onkel noch lebt und ich bete, dass der Held ihn sicher nach Hause zurückbringt. Es fühlt sich nicht richtig an, in Onkel Deckards Räumen zu sein, wenn er nicht da ist. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Hier. Lasst mich das Tor öffnen. Andrea war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und euer Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, stark als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Verborgener Keller. Folgt mir. Hier liegen dunkle Geheimnisse verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen, aber ich habe ihnen nie geglaubt. Hauptmann Dalton? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Onkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Lea, erzählt mir von eurer Mutter. Nun, die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Wir sind Diener des Glaubens der Zakarumen. Wir kommen aus dem Osten und sind erst kürzlich in diesen Landen angekommen. Einige von uns jedenfalls. Nun, ich hoffe, ihr plant nicht, die Menschen hier mit dem Schwert zu bekehren. Ich bin nicht hier, um zu bekehren.
Ziel meines Kreuzzugs ist, die Verderbnis auszulöschen, die meinen Glauben plagt. Sobald dieses Übel vernichtet ist, wird der Glaube der Zakarum wiederhergestellt sein. Und es bleibt ganz den Menschen hier überlassen, ob sie daran glauben wollen oder nicht. Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern liegt im Innern.
die Toten hier einsperren. Akkarat, steh mir bei. Akkarat erhört euch, Freund.